Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Station hier. Seid gegrüßt. Schön, dass ihr dabei seid, Freunde. Und ja, wir haben unsere Pflanzen tot. Gott sei Dank haben wir nicht alle Farm Seeds platt gemacht, beziehungsweise wir hatten sie schon eingesammelt. Ja, in den Kommentaren von der letzten Folge oder vor, nee, von der vorletzten Folge von 103. Warte mal nur. Ja, 103. Da habt ihr mir das Problem bereits geschildert. Beziehungsweise, wirklich sehr präzise, geschaut. Das ist der helle Wahnsinn. Also wirklich hier, Grüße gehen raus an André, ne? Der da wirklich so detailliert und dann auch mit Timesteps immer arbeitet, das ist der helle Wahnsinn. So, hier haben wir nämlich ein Rohr gekillt. Ja, und zwar sollte hier eins nach unten gehen. Und das ist der helle Wahnsinn, ja. Wie er das in wirklich in Bruchteilen von Sekunden, da ist es. Und das hatte ich weggeschlossen, tatsächlich. Das Rohr war weg. So, und das könnte das schon gewesen sein, dass wir so eine hohe Temperatur im Tank hatten. Ganz einfach. Und deswegen sind uns bestimmt auch die Pflanzen weggestorben. Fettes Dankeschön, dass wir da nicht ewig suchen brauchen. Ja, ja. So, jetzt lass uns mal gucken. Jetzt haben wir wieder die 38,3 anliegen. Und somit ist es alles zu tief. Oh Mann, alter Helle, fettes Dankeschön. Ja. Ja, ne, wenn man mal was anders macht. So. Der Tomatenaugenmann, der braucht anderes Zeug. Jo. Gut, haben wir das gefixt? Wollen wir das gleich ganz fixen? Ja, ne? Wir wollen das gleich mal final für immer und forever and ever and ever and ever fixen. Haben wir Bock auf Brennen hier drin? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, aber eigentlich müssen wir. Komm, geht schnell. Und los. Das war's schon. Einmal überall eine Feuerwalze und fertig. Scheint so. Gut. Und in den Kommentaren, also auch gerade in der letzten Folge, die jetzt gerade kam, vor ein paar Stunden, wurde bereits auch die Lösung geschrieben, dass es einen Befehl gibt, womit ich das auslesen kann, was ich möchte. Also, alles gut. Ja. Ich habe, das soll der Befehl LR gewesen sein, den kannte ich natürlich nicht. Sonst hätte ich mich nicht so angestellt wie ein kleines Mädchen. Hätte den da schon ganz gerne noch irgendwo drin gesehen, aber scheinbar nicht. Ja. Also, das ist auf jeden Fall alles gelöst, einiges davon. So.
So. Ja, mein Kühlsystem. Müssen wir noch ein bisschen optimieren, aber im Groben und Ganzen wird es gehen. So. Dann habe ich das schon mal da und dann kann ich das gelbe Rohr hier kühlen. Oh. Stil, kein Stil mehr. Hydration critical. Deckel auf, Herr Kollege. Ja, das ist auf jeden Fall schön, dass wir hier gut Progress machen können. So, jetzt gucken wir mal im Computer, was er damit genau meint. Nein, da nicht. Load Badge, LBN, LR. Load Reagent of Devices, Reagent Mode, Rare, a Hash of the Reagent Type to check for. Reagent Mode can be Ether Contents. Contents 0, Required 1, Recipe 2. Aha. Super. Vielen, vielen Dank. Ja, damit ist das Ganze natürlich easy peasy lemon squeezy. Und das, dafür braucht man tatsächlich eine fixe Schraube, ne? Dafür braucht man eine Schraube. Sogar required. Ja, also wir wollen mit Contents arbeiten. Mit required könnte man auch arbeiten. Das ist ja der helle Wahnsinn. So. Die Pipe haben wir dabei. Und los. Ja, geil. Funktioniert. So. Sehr schön. Da ist der Green Pipe. So. Wo stellen wir ihn hin? Klatschen wir ihn da hin? Oder eigentlich ja gerne hier. Puff. Oder hier hinten sogar. Hier. Da klatschen wir ihn hin. Das Rohr wird nicht reichen, wa? Mhm.
Du. So. Sehr schön. Habe ich das jetzt doof gemacht? Das habe ich doof gemacht, ne? Denn die Anschlüsse sind ja an der Seite. Bedeutet alles nochmal. Hätte ich auch gleich dran denken können. Wart noch mal in Ruhe. Ich weiß. Schimpft mir nicht aus, bitte. Ist das geil, wa? Erst baut er das so um, jetzt baut er das so um. Aber jetzt habe ich mit den hinten liegenden Rohren kein Problem. Weil ich da schon drunter durch bin. So. I hope so, dass es reicht. Jetzt ist die Frage. Auch das kann ich wieder knicken. Ja, denn so, ne? So. Etwa so würde ich jetzt mal schätzen, ist unser Begehr. So. Perfekt. Können wir noch das Rohr hier mal wieder dran machen, das Stückchen? Sonst ist Kacke. So, jetzt können wir hier hinten, ne? So, die können wir auf maximal 2 verringern. Ach du Scheiße. So. Perfekt, Leute. So soll's sein. French und the Kid Pipe. So, da
Kid Pipe, Mann. Wundere mich gerade. Aber so ist es wieder richtig. Welding Torch und Steel Sheets. Ich habe keine Gabel mehr. Junge, Junge, Junge. Ich bin noch ein armes Würstchen. Was ist das denn eigentlich? Ach so, das ist der Versuchsaufbau, der useless. So, der useless-mäßige Versuchsaufbau. So, der Tanz des Filters. Jetzt ist natürlich die Frage, brauche ich diese Pumpe hier? Vermutlich nicht. Die kann doch vermutlich auch weg. So, und hier will ich auch maximal zweimal perchen. Kann das hier auch weg. Obwohl vermutlich einmal Perchen sogar reicht. Das ist so. Ich werde das gleich so zurückbauen, dass ich nur noch einmal perche. So in etwa. Zurückbauen, zurückbauen. So. Sehr schön. Ja, und so haben wir hier aus der Ecke viel Material gewonnen. Muss man ehrlich sagen. So. Das ist doch real. NA? Ach so. Grad. Halleluja. Das ist viel. Das wollte ich ja so gar nicht.
Ja. Einskommavier Kilomol. Tja, bauen wir auf jeden Fall nicht zu spät, das Gelumpe, ne? Das ist so. Bauen wir auf jeden Fall nicht zu spät. Das ist mal Fakt. Quatsch, nicht zu früh. Es könnte schon, ne? Also bei 92 Grad. Da ist wohl schon was passiert, weil da ist ja gar kein. Fuck. So. Ach du Scheiße, du ahnst es wieder nicht. Kann man irgendwo noch ein Rohr ernten? Ich glaube hier. Die Probeanlagen, die wir immer zwischendrin aufbauen, ne? Glaube, unser ganzes Wolleteils ist verbrannt. Nur jetzt kriegt der da richtig Last. Ja. Der kriegt da richtig Last. So. So, und bevor wir da jetzt Probleme kriegen. So, Divi Main Gas cool oder was? Divi Main Gas cool. So. LT Main jetzt.
Large Tank Main Gas. Das müssen wir jetzt erstmal irgendwo unterbringen. Das müssen wir jetzt erstmal irgendwo unterbringen, schnell. In irgendeinem Chip, der das dann steuert. Ist im Allgemeinen noch was frei, ja, ne? Wird wohl. Das war doch auch schon mal besser. Ja, Dicke. Programm. Nein. Double Point. So. Load Batch Network. Alias. Temperature Main Gas. R40. Temperature Main Gas. Large Tank. Define Large Tank. So. Hash. LT Main Gas. Temperature. So. Dead Batch Network. DV. Hash. So. On the main gas. Gibt es LT schon? Oder nur weil ich hier oben LT eingetragen habe? Ich schreibe mal LT1. Genau, jetzt ist er rot. Ich habe mich gewundert. Large. Tank, Large Tank, Tank Big, so, set greater than, set greater than. T-Main Gas, T-Main Gas, 3.15. Machen wir mal 2.0, ich will keine 19 da stehen haben, ich will 20 da stehen haben. So, das müsste es doch eigentlich schon gewesen sein wieder. So, der läuft. Trinken wir nochmal noch was. Essen wir noch was. Mr. Tomatenauge. Hier ist alles toll soweit. Ja Leute, sorry, dass wir da an unserem Projekt nicht arbeiten können, aber grundsätzlich, ihr wisst ja, diese ganzen elementaren Dinge. What? Set greater than. Kriegt er das nicht ausgelesen oder was?
LTE-Main-Gas. Moment. Wenn wir da mal rum dran hätten. Haben wir aber nicht. Jetzt besser. Da. Ach so, nee. LT Main Gas, so heißt er. Ist auf jeden Fall das Richtige. Setz den auf 1, wenn der größer der. Ist ja. Set. DB. Setting. Die Main Gas. Habe ich sonst noch irgendwo wo das. Den Tester drin? Nee, ne? Export, Export. Ich kann ihn also nicht auslesen. Structure Tank Big. Nicht Large Tank. Können wir mal den isolierten nehmen? Geht wieder nicht, ne? Muss man wieder tausend Dinge machen. Large Tank Insulated LTI. LTI. Läuft. So. Haben wir das. Ja, dann gehen wir mal rausgucken. Aber das müsste ja eigentlich jetzt ein Selbstläufer sein. Müssten wir bloß noch heizen. Den Kollegen. Ja, jetzt ist hier wieder Volatiles drin, aber keine, kein N2O. Ja. Sieht also eigentlich alles sehr gut aus, muss ich sagen. 68,4, 42, 42. Ja. Der Bums, der ist aber auch in Ordnung. Genau. Hier ist jetzt als gasförmig wieder drin.
Hier muss ich jetzt erstmal wieder Druck aufbauen. Ah, 66,1, das wird jetzt Stück für Stück runterkühlen, alles wird schön. Ja, minus 73 Grad. Der arbeitet jetzt schon ordentlich ab. Naja, wen erstens wen und zweitens juckt. So, jetzt wollen wir noch mal den LR-Befehl schnell erforschen. So, den LR-Befehl schnell erforschen. Import. Lecco mio, edito. Alias. IP. D0. So. Wir brauchen einfach viele Zeilen dafür. Können wir uns das mit dem Schalter sparen? Aber wir müssen natürlich alle Reagenz auslesen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Warte mal, 7 und 5 und 5 oder was? Waren es, glaube ich. Ja, und jetzt seht ihr, was damit los ist. Wenn wir das alles auslesen wollen. Dann haben wir aber ganz schön zu tun. Da können wir hier nicht mehr mit Namensgebung arbeiten. Ja. So.
So, und wir gehen jetzt streng nach. Muss ich mir aufschreiben. Gut, vielleicht möchte ich das gar nicht. So. Vielleicht muss ich das gar nicht. Meine Fresse, alter Tastatur. Konstant an. Ja. Habe ich was vergessen? Achso, Stil mal wieder wie immer. Ja, eigentlich Stil. Was noch? Silicon Nickel Lead. Und die 4 macht ja 7. Also Inconel, auch wie immer. So. 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 Den kann ich wegnehmen. So, EP-Ingot R17. Den kann ich wegnehmen. Die brauchen auch alle keine Nummer mehr. So, Moment. Z. DB. Setting 0, wenn er hier unten ankommt. Branch equal R1, R2, R3, R4. Wenn ich hier jetzt hier müsste eigentlich R6 hin. So, Silicon R4, hier übrigens R0,
1, 2, 3. So, Nickel ist R5. R5. Stiel R7. Electrum R8. Invar R10. Konstantan R11. Solder R9. Delight R15. Hasteloy R13. Astroloy R12. Inconel R16. Und Waspeloy R14. Branch Lethan heißt das übrigens die ganze Zeit. So, denn 0 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
Was war denn nun? Was ist Reagent Mode? Ach so, erst die Reagent Mode. Ach so, naja, dann ist ja Kacke. Hey. Darum? Incorrect variable. So, Reagent Mode can be either content required, recipe. Ach so, Content, 0, 1, 2, ja, oder Number. Was ist der Int? Mensch, mach doch mal irgendwie das Fenster zu, Mann. Master Heulsuse heult wieder. Also nicht Iron. Als Int. Guest Type. Kann das sein, dass es denn unter wie Reagent.iron oder so? Rea. Logic Type Reagents. Ja. Wie schreibt man das jetzt?
Line 111. Aha. Na gut. Ist ja dann schön. Muss man also den Hellstar einlesen, das ist ja geil. Ja. So, kleines S. Kleines C, kleines... Meine Fresse, Alter, ehrlich. G. Kleines S, kleines N, kleines L, S, kleines E, kleines S, kleines I, C, kleines A, kleines H, kleines W, kleines S, kleines I. So, jetzt machen wir mal hier von 1000... Nein, 0. Machen wir mal 0. Genau, nichts. Und jetzt machen wir mal hier eine 1000 hin. Und das Kopf war. So, Leute, was haben wir jetzt gemacht? Lass uns kurz drüber reden. Das ist klar. Hier haben wir den ganzen Dingern Namen gegeben. Hier haben wir die Schraube eingestellt, damit wir es nutzen können. Sonst könnten wir es nicht nutzen. Ich frage mich, ob wir das hätten definieren können. Aber sei mal dahingestellt. Ist auch egal. LR reicht mir völlig. Reicht mir völlig. LBNR? Gibt's sowas? LBR? LNR? Nein. Gibt's noch nicht. Das heißt, das muss über eine Schraube abgewickelt werden. Dann haben wir hier jeweils die einzelnen Sachen ausgelesen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ZDB Setting R0 machen, Confirm, Export, Export, dann lesen wir quasi die Hash-Werte aus. Wo ist es denn? Da. Irgendwas ist da, da ist noch irgendwas im Batch. Ach so. Alles klar, wir können das nicht abusen. Ja, wir können das nicht abusen, sonst ist Kacke. Wir lesen quasi die Hash-Werte aus. Quatsch, die Reagenz, die noch da drinne sind, die lesen wir aus. Mit diesem Befehl, LR, stand im Kommentar drin, sonst hätte ich das auch nicht gewusst. Und jetzt ziehen wir uns erstmal alle Reagenz rein. Was ist alles in der Maschine drin? Und hier fragen wir den Mindestbestand ab. Mindestbestand bedeutet, Moment, kurz. Mindestbestand bedeutet also den uns vorgestellten Mindestbestand. Ja? Das heißt, wir sagen jetzt hier, in der Maschine muss 1000 Kupfer drin sein. Das sagen wir jetzt hier einfach. Wenn dort nicht 1000 Kupfer drin ist, dann gehst du bitte und bestellst die Kupfer. Ja, die haben wir natürlich noch nicht weitergemacht. Bedeutet, Button gibt es ja nicht mehr. Ne? Hier ist überall Jump Button. Button gibt es ja nicht mehr. Das heißt, bitte bestell die Kupfer. Und wenn du Kupfer in Bestellung hast, sprich, er schreibt den Hashwert auf dein Gehäuse. Ey, Kupfer, hier ich Kupfer, ich. Ja, und wenn er diesen Kupfer, wenn er quasi die Kupferbestellung hat, ne, dann steht auf seinem Gehäuse, was er benötigt. Und dieses Gehäuse, das fragen wir ab.
Das heißt, solange auf dem Gehäuse 0 steht, ne, ist alles okay, braucht er nichts. Und sobald auf dem Gehäuse irgendein Hash erscheint, wird die Bestellung ausgelöst. Ja? Und wie viel wir davon denn am Ende des Tages machen, das müssen wir, weiß ich nicht, ob wir das wohin noch übertragen. Das heißt, wir könnten uns jetzt noch ein Memory nehmen und dort könnten wir eine Menge. Wir wollen 50 Kupfer oder 100 Kupfer oder 200 Kupfer. Können wir also noch eine Bestellmenge. Ob ich das mit Bestellmenge mache, weiß ich nicht. Oder ob ich die ganzen Bestellmengen standardisiere. Das heißt, er bekommt nur, ich benötige Kupfer. Und dann weiß der Rest der Maschine, alles klar, du kriegst jetzt 50 Kupfer und dann ist gut. Ja, so in der Richtung. Ja, auf jeden Fall, ja, etwa so. Ja, bedeutet, dauert natürlich, bis denn das Material da ankommt, aber so in etwa machen wir das. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich schon, die Bestellsysteme ist quasi abgeschlossen. Das Ding kann jetzt mit diesem Programm, sage ich mal, bestellen. Jetzt müssen wir das Signal nur weiterleiten. Ja, das heißt, aus den 17 Alloys, die wir ja verwalten müssen, haben wir jetzt erstmal das Ganze separiert und runtergebrochen auf eine. So, das heißt, wir müssen jetzt einen zweiten IC machen, weil der hier ist voll. Der ist noch nicht fertig. Ja, der ist jetzt voll. So, und wir nehmen jetzt mit dem zweiten IC, fangen wir in der nächsten Folge an. Dann nehmen wir den, lesen wir den Hash aus. Ne? Und ja, das erste, was wir machen, ist, wir stellen die Maschine auf belegt. Wir stellen die Maschine auf belegt. Das machen wir als erstes. Also wir blockieren alle anderen Signale, indem wir auf unser Setting ein... Ich hab einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag machen. So, weil der merkt sich ja, wo er steht. Der wird sich's merken. Ja. So, das bedeutet, ja, alles wird schön. Judy. Ja. Das war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ja. Ich bedanke mich für die Kommentare und fürs Zuschauen und alles sowas. Wir sehen uns. Tschüssi, Freunde.